Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue und Cooking mit Sascha. Die bin ich euch am Samstag schuldig geblieben. Wir haben es nicht mehr geschafft, wir waren so pappsatt, dass ich gesagt habe, nee, wir machen die nicht mehr. Wir machen die heute. Was gibt es Schöneres als bei 33 Grad in der Sonne, beziehungsweise im Schatten, Sonne wahrscheinlich 700 Millionen Grad, ein paar frische Gambas zuzubereiten, wobei frisch ist relativ tief gefroren. Black Tiger Garnelen sind es, um genau zu sein. Und dabei nehme ich die Gambasoße Pikant von der Soßenmanufaktur. Dazu werden die Gambas einfach nur angebraten. Dazu nehme ich den Wok. Dann, wenn die angebraten sind, kommt die Soße dazu. Das Ganze lässt man dann ein bisschen köcheln. Und dann soll die schon lecker sein. So, dann lasst uns mal überraschen. Ich habe nur in der Mitte das Ding an, nehme den Wok. Blatt reingefallen. Kling, kling. Nehme den Wok, stelle ihn auf die Öffnung. Dann von meinem Knoblauchöl. Ein schöner Schuss. Das lassen wir jetzt erstmal heiß werden. Oh, super, jetzt ist mir gerade der Griff abgerissen. Ja. Ganz schön hoch. Oh, das Knoblauch, wenn das warm wird, das riecht so geil. Dann nehmen wir uns die Garnelen. Das sind nur noch die Schwänze. Die habe ich auch schon geschält. Das kommt jetzt einfach da rein. Und dann lassen wir die ein bisschen anbraten. Meine Garnelen rein, theoretisch Knoblauchöl, ein bisschen Salz, wird schon reichen. Und so kann das Knoblauch jetzt erstmal hier ein bisschen an den Garnelen wirken. Damit sie eine schöne Farbe bekommen. So, von den Garnelen her war es das jetzt schon. Jetzt drehen wir die Hitze ein bisschen runter. Und dann nehmen wir uns die Gambasoße. Hier steht drauf 750 Gramm Gambas für die gesamte Flasche. Das heißt 350 Gramm, also nehmen wir eine halbe Flasche. Flaschen gibt es in zwei Größen. Das ist jetzt die große Flasche. Die kleine hätte jetzt dicke gereicht, aber ich hatte nun mal die große da. Muss ich nochmal Gambas machen am Wochenende. So. Das muss jetzt schön vor sich hin köcheln. Und zwar etwa 10 Minuten. Duftet sehr angenehm, fruchtig. Also eine hohe Anzahl an Zitronen ist drin. Dann noch Paprika, Chili und. Das wird wahrscheinlich wieder ein Gericht werden, woran ich mir gleich so richtig die Zunge verbrenne. Also das Ganze kocht ganz schön. Hier wird es am Rand immer zäher. Ich denke, die Flüssigkeit darin wird verkochen und dann wird das alles schön an den Garnelen kleben. Wie gesagt, 8 bis 10 Minuten ist ja auch eine Zeit. Wir haben der Dinger. So, ich denke, das ist fertig. Ich komme ein bisschen in den Schatten, das ist ja abartig. Boah. Boah, Entschuldigung, Leute. So, sehr hoher Ölanteil in der Soße. Ich will mal eben was schauen. Also die Gambas kurz anbraten und 6 bis 10 Minuten köcheln lassen. Das könnte ein Ticken zu lang gewesen sein. Wobei, bei mir haben sie jetzt gesiedet. Also insofern, ja.
Warte noch einen Moment. Ja. Aber merkt, jetzt schon. Schöne Schärfe dran. Sehr viel Öl. Chili merkt man, aber ganz leichte Schärfe. Soße sehr dezent. Wie gesagt, viel Öl. Weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt, aber ganz ehrlich, lecker ist es. Doch, schmeckt mir sogar sehr gut. Obwohl sie, wie Sie sehen, obwohl die Gambas oder Garnelen jetzt ein wenig überkocht sind, was einfach daran liegt, die sind so lange in der Soße drin, die Soße sehr fetthaltig ist, schmeckt das Ganze sehr gut. Schön fruchtig, leicht scharf im Nachgeschmack, nicht mal dabei. Ja, wirklich. Oh. Kann ich empfehlen. Aber ich müsste jetzt eigentlich mal die milde Soße im Kotas dazu schmecken. Weil hier kommt lediglich ganz am Schluss so ein bisschen Schärfe hinten dran. Merkt man. Aber lecker. Ja, ich mache jetzt noch ein Bild davon. Und dann stelle ich das Video ein.